Meine lieben Freunde, es beginnt gerade ein neuer Tag und wie man sieht, es gewittert jetzt gerade. Ich mache eine Aufnahme hier bei der Gewitter. Es wird gerade erst dunkel wegen die Gewitterwolken. Oh, alter Schwede. Ja, es war gerade letztens richtig heiß heutzutage und jetzt gewittert es richtig. Wow. Oh, yo, das war jetzt ein Blitz, das war jetzt ein Gewitter. Wow. Alter. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal kurz mal Cut machen und da sehen wir uns gleich in einem schönen Wetter wieder. Als der Regen und Gewitter hier weggegangen ist, ist es natürlich jetzt ein bisschen wieder schöner geworden. Aber Hauptsache, wir haben Regen bekommen. Und ich bin heute dabei, in Vogtlandsee zu gehen, um dafür hier was zu sehen. Und baden werde ich wahrscheinlich heute nie, weil heute, also für mich ist es nämlich, dass es heute geregnet hatte. Das Wasser ist jetzt ein bisschen kühler geworden. Und ja, und vielleicht sehen wir ein paar Tiere am Vogtlandsee und ich werde natürlich erstmal frühstücken. Na dann, bis später. So, meine lieben Freunde, wir sind auf dem Weg zum Vogtlandsee, wo auch hier Enten hier schwimmen. Und da habe ich natürlich hier Futter für die Enten mitgebracht. Aber was sind wir so denken, so, hä, warum Gurken? Warum ich Gurken genommen habe? Weil es gab nämlich hier mal das Brot für die Enten nicht gut ist, weil die Teile von den Enten, also Teile in die Brotteile für die, nicht gut für die Enten ist, weil dann nämlich hier in den Magen festkleben. Deswegen hier haben wir natürlich Gurkenstücken mitgebracht, damit die Enten besser daraus essen. Wie sag ich Enten? Damit die besser essen. Na gut, dann wandern wir ein bisschen mal rum und da sind wir gleich im
am Vogtlandsee. So, da sind wir am Vogtlandsee. Und hier sind schon Enten hier. Na, dann werde ich jetzt natürlich erstmal eine Stelle finden, wo ich am besten die Enten füttere. Na dann. So, hier habe ich eine Stelle gefunden, wo ich hier die Enten füttere. Oh, hier riecht es so stark nach Gurken. Na dann, wirfen wir einer rein. Los, gut, dass die Gurken schwimmen. Und mal sehen, ob die kommen. Werfen ein paar rein. So. Mal sehen, ob die kommen. Die Enten. Ah, da kommt sie schon. Ja, Enten, hier gibt es zu essen. Ja, lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker, Schmecker, liebe Enten. Hier gibt es reichlich Gurken. Ups. So, ich habe ja kurz mal gewechselt den Platz. Schupp. So, ihr lieben Enten, gibt's zu essen. Das sind jetzt untergeworfen. jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Das stimmt. Ja, es sind noch viele Gurken dabei. Na, ihr Enten, gibt's Gurken zum Essen? Eher gesagt, Gurken zum Mittagessen. Feine Gurken. Fein, lecker, lecker. Feine, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Lassen wir es erstmal hier draus essen. Dann gibt es gleich noch mehr Gurken. Ja, mit Gurken scheint es richtig gut zu sein. Lecker. Ja, mit der Entenfamilie, das ist schon sehr gut.
Schmecken lassen, klein Entchen. So, jetzt Achtung. Wir kommen wieder angewartet. Lecker, lecker. Dazu. Jetzt gibt es noch ein paar Gurken dazu. Ja, komm her. Komm her. Schade. Ich denke mal, dass wir nur die Entenfamilie dabei sein an Wir standen auch die anderen Enten zu kommen. Na komm hier, meine Kleinen. So, meine lieben Freunde, fertig mit Entenfüttern und da geht's jetzt natürlich erstmal wieder zurück zum Waldpark Grünheide.
Oh, meine Hand riecht es übelst nach Gurke. Aber nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben Enten gefüttert. Also ich habe Enten gefüttert. Na dann, klettern wir hoch, gehen um den See und da sehen wir uns dann bald da in Waldpark Grünheide. So, ich befinde mich jetzt nach oben. Hier ist natürlich ein Moorgebiet, was auch sehr gefährlich ist, weil Moore sind wie Treibsand, die man versinken kann. Aber zum Glück ist es ein Zaun dort. Da kann man nicht einfach hier reingehen. Also, man muss mal aufpassen, dass man nicht in den Hochmooren reingeht. Das dient plötzlich als Todesfalle. Wie Treibsand oder Teergruben. Aber es ist, ja, Teergruben gibt es mehr in Amerika und das ist hier ein Moorgebiet. Also sei bitte vorsichtig mit den jungen Gefährten. Und hoffentlich überseht ihr das Moorhuhn nicht. Wenn ihr vielleicht einer findet. Na dann, auf geht's. Rattelbanden. Ihr feine Ziegen. Ganz fein. Ach, ihr seid so feine Ziegen. Halt. Gesundheit, lieber Ziege. Ja gut, meine lieben Freunde, das war's dann wohl heute bei dem letzten Urlaubsvideo, die ich jetzt gemacht habe. Ihr könnt an meinem YouTube-Kanal, in meinem Playlist gucken, und zwar Grünheide 2023 anschauen. Da seht ihr von 1. bis jetzt, also von 1. Tag bis zum jetzigen Tag. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal Feierabend machen und da sehen wir uns dann irgendwann mal wieder in dem nächsten Livestream. Also, macht's gut und ciao, ciao, meine lieben Freunde.